Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir befinden uns mal wieder in meinem Badezimmer und ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit beim Abschminken. Und ja, unter anderem habe ich da quasi jetzt drei neue Sachen. Die hatte ich ja, die habt ihr, wenn ihr meinen letzten Haul gesehen habt, dann habt ihr die gesehen. Und ich dachte mir, ich probiere die mit euch zusammen aus. Einmal ist es das Balea Reinigungsöl. Das gibt es ja jetzt seit neuestem. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Dann habe ich ein, hoppala, ich reiße schon alles runter hier, vom BB das neue Gesichtswasser. Da habe ich auch das alte hier noch, das vergleichen wir gleich mal. Und dann möchte ich noch mit euch eine Maske machen. Ja, ich bin nämlich jetzt sehr, sehr gespannt auf diese neue limitierte von Balea, die mit Lavendelmus. Ja. Und das mache ich gleich mit euch zusammen. Oder vielmehr, ich mache das. Ja, genau. Und ich würde sagen, ich fange mal an. Normalerweise würde ich jetzt beim Abschminken zuerst meine Augen sauber machen mit einem Wattepad und einem Augen-Make-up-Entferner. Jetzt ist das aber so, dieses Balea-Reinigungsöl, hier steht drauf, dass das für Gesicht, Augen und Lippen geeignet ist. So, und man soll 2 bis 3 Pumpstöße auf die Fingerspitzen geben und sanft in die trockene Gesichtshaut einmassieren, anschließend gründlich abspülen. Ja, jetzt ist es aber so mit den Fingern, weil ich möchte ja auch gucken, ob das hier mein Augen-Make-up, sprich meine Mascara auch reinigt. Möchte ich nicht auf den Fingern und dann auf. Nee, ich mache das jetzt so. Ich habe hier ein kleines Wattepad und da gebe ich mir jetzt mal einfach. Moment, muss ich das noch offen drehen? Ich glaube ja. Hä? Da kommt schon was. Ja, das ist ein klares Öl. Moment. Da gebe ich mir jetzt mal ein bisschen mehr drauf, weil so ein Wattepad schluckt ja auch. So, riechen tut es kaum. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen von dem Öl drauf gemacht und bin mal gespannt. Oh ja, ihr seht, mein heller Lidschatten verschwindet gleich. Ich habe dann heute mal ein Kajal mir oben und unten als Lidstrich gezogen. Was mich natürlich jetzt interessiert, ist, ob es auch die Mascara runternimmt. So, wollen wir mal schauen. So ein Reinigungsöl hatte ich noch nie, aber ihr seht schon, da geht schon was runter. Es fühlt sich sehr, klar, so ein bisschen glitschrig an. Und jetzt wollen wir mal gucken, brennt das denn im Auge? Ich guck mal hier in den Spiegel. Also ich verspüre kein Brennen und ich glaube, ich nehme noch mal so einen Schluck. Das ist natürlich der Nachteil. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das Öl auf meine Fingerspitzen zu geben und dann über meine Augen zu schmieren. Wollen wir mal gucken, ob die Mascara einigermaßen schnell von meinen Wimpern runtergeht. Okay, es ist jetzt so ein leichter Ölfilm auf meinen Augen. Das ist so ein bisschen gerade störend. Aber ich glaube, schaut mal, die Mascara ist tatsächlich schon weitestgehend von meinen Wimpern. Oder? Mal so gucken. Ich sehe das so schlecht. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Okay, das ging ja relativ schnell. Also ich würde sagen, auch nicht langsamer wie mit meinem Augen-Make-up-Entferner. Und es brennt jetzt nichts. Es ist nur so ein leichter Schleier vor meinen Augen. Durch das Öl jetzt wahrscheinlich. Ja, wasserfeste Mascara war das jetzt allerdings nicht. Ja, jetzt würde ich das Wattepad rumdrehen und dann noch mal hier so 4 Pumpstöße drauf geben und das andere Auge damit bearbeiten. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen so ein Schmierölfilm vor der Augen. Das ist so ein bisschen unangenehm. Aber gut, ich will natürlich das auch jetzt mit euch testen. Inwiefern? Boah, ich sehe nichts. Das ist natürlich jetzt doof. Ich habe jetzt echt so einen Moment. Also, boah, ich hatte jetzt gerade voll irgendwie Panik gekriegt. Huh, warum? Ich hatte gerade wie so ein Schleier, wie so ein Milchschleier vor den Augen, besonders hier vor dem Auge. Also, nee, also das kommt bei mir nicht mehr in die Tüte. Es brennt nicht, aber es ist dann wie so ein, ja, ich denke mal, durch diese Ölschicht hat man wie so ein, das legt sich wahrscheinlich irgendwie auf die Netzhaut, auf die, ja, auf die Augenhaut.
Ich meine, ihr seht, ich habe jetzt mich gerade mal fleißig mit Wasser ausgespült, weil das war jetzt gerade sehr unangenehm, wenn du plötzlich nicht mehr richtig sehen kannst und nur noch, ich habe es jetzt immer noch leicht. Okay, für die Augen ist es nichts für mich. Da mache ich das weiterhin mit meinem Augen-Make-up-Entferner. Jetzt mache ich das mal so, ich gebe mir jetzt mal, ja, ein bisschen sehe ich noch komisch. Also für die Augen finde ich das nicht geeignet. Weil wenn ihr das so ins Auge reinbekommt, dann habt ihr da wie so ein, ja, wie so ein, man sieht das alles nur noch so verschwommen. Das ist nicht schön. So, jetzt gebe ich mir mal hier so drei Pumpstöße. Das ist natürlich sehr flüssig, das Öl, auf meine Fingerspitzen. Ich habe jetzt nur Puder im Gesicht. Und dann soll man das ja so einmassieren. Und dann soll sich davon alles von der Haut lösen. Das hat einen ganz leichten, ganz angenehmen Duft. Also es stinkt nicht. Und ja, aber irgendwie, also für die Augen, nee, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte auf einmal, was geht denn jetzt ab? Hier ging es noch, aber dann hier gerade muss ich wohl ein bisschen mehr ins Auge bekommen haben und hatte dann richtig so eine, ja, sah dann alles wie so durch so eine milchige Wand. Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Hab da echt gerade ein bisschen Schiss gekriegt. So, jetzt seht ihr natürlich alles schön ölig. Ja, ich werde das jetzt gleich mal gründlich abwaschen, einfach so. Ne? Da stand ja dann einfach nur einmassieren, abwaschen und dann gehe ich mit dem Wattepad gleich nochmal hinterher, um zu gucken, ja, ob auch wirklich alles aus dem Gesicht ist. Also sprich mein Puder, hier hatte ich ein bisschen Concealer heute Morgen aufgetragen. Boah, mir ging gerade echt die Pumpe, ich weiß auch nicht, wenn du auf einmal dann nicht mehr so richtig klar gucken kannst. Nee, also für die Augen finde ich so ein Öl nicht gut. Mm-mm. Steht zwar drauf, auch für Augen geeignet, aber nee. So, ich denke mal, ich habe es jetzt gut verteilt und ich verschwinde jetzt mal eben und ja, wasche das jetzt, das steht ja nicht mit Seife, ich wasche das jetzt einfach mal mit ziemlich warmem Wasser ab. Bis gleich. So, jetzt habe ich das, wie ich finde, sehr gründlich abgewaschen. Ich tupfe jetzt mal nur mit dem Handtuch oder wir können ja auch mal sofort Folgendes machen. Ich gehe jetzt mal mit dem Wattepad noch auf meiner feuchten Haut hier mal drüber über meine Haut, also mit dem sauberen und guck mal, ob ich noch irgendwo Reste sehe. Nee. Gehe jetzt auch noch mal über meine Augen. Okay, schaut mal. Also ich finde, ja, das Öl hat tatsächlich zumindest das Puder, Concealer und auch meine Augen gut sauber bekommen. Ja, also ich sehe jetzt hier keine Make-up-Reste in meinem Wattepad. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil dieses Öl ist sehr flüssig und es schäumt nicht. Ich meine immer, ich habe das so immer, ich habe es eigentlich lieber, wenn es schäumt. Ne? Wenn man so eine Waschlotion hat, die so ein bisschen aufschäumt, dann denkt man immer oder dann denke ich, das macht auch sauber. Aber tatsächlich, das Öl scheint tatsächlich, ja, zumindest das, was ich im Gesicht hatte, gut runtergenommen zu haben. Nee, ich keine dunklen Flecken. Es ist noch weiß. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, und ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt ordentlich was rausgepumpt, aber es ist schon sehr ergiebig. Hier sind 100 Milliliter drin. Ich denke mal, bis ich das leer habe, vergeht wahrscheinlich 3-4 Monate. Ich weiß es nicht. Aber ich war doch neugierig. Nur für mich. Also jetzt fühlt sich die Haut auch gar nicht... Hier steht ja drauf, dass das extra auch was ist für trockene Haut, ne? Und gerade jetzt zum Winter hin, durch die trockene Heizungsluft, kriege ich auch oft schon mal trockene Stellen im Gesicht. Und vom Hautgefühl her, es ist jetzt auch nicht mehr ölig. Ich hätte jetzt gedacht, nur mit lauwarmem Wasser würde ich noch Öl spüren. Es hat sich gut abwaschen lassen und ich habe auch kein Spannungsgefühl. Ich habe das schon mal nach der Gesichtsreinigung, dass man direkt spürt, oh, jetzt muss ich Creme ins Gesicht machen. Das fühlt sich im Moment ganz gut an. Ja, bis auf meine Augen eben. Also da habe ich echt gerade Panik bekommen, weil ich dann durch das Öl plötzlich alles nur noch so milchig gesehen habe. Also für meine Augen ist das nichts. Da werde ich weiter meinen Augen-Make-up-Entferner benutzen. Aber ich werde das weiterhin, werde ich dieses, ja, für die normale Gesichtshaut, wenn ich demnächst auch mal richtig Make-up trage, bin ich mal gespannt. Aber so Puder, Concealer, Blush hat es jetzt doch gut entfernt. Ja.
Okay. Und die Haut fühlt sich immer noch ganz gut an, muss ich sagen. So, jetzt haben wir die Haut erstmal soweit gereinigt und jetzt möchte ich gerne die neue Maske ausprobieren. Da bin ich schon sehr gespannt. Das ist die halt mit Lavendel und hier steht drauf: Natürliches Mandelöl, reich an ungesättigten Fettsäuren, fördert die Regeneration und verleiht ihrer Haut Geschmeidigkeit und Zartheit. Shea Butter pflegt die Haut und schützt sie vor dem Austrocknen. Panthenol spendet Feuchtigkeit, beruhigt und fördert den Erholungsprozess der Haut. Nach der Reinigung großzügig und gleichmäßig im Gesicht auftragen, dabei die Augen- und Mundpartie aussparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, die Reste der Maske mit einem weichen Kosmetiktuch abnehmen oder sanft einmassieren. Nicht abwaschen, okay. Gut. Und hier steht dann noch als Tipp: Zum Auftragen ist der Maskenpinsel von Evelyn ideal. Das steht hier so als Tipp. Okay, aber ich mache das. Also ich komme immer mit meinen Händen ganz gut klar. Von daher, ja, und hier steht drauf Mousse. Mousse, es fühlt sich auch so, also ich knete ja immer, bevor ich eine Maske benutze, knete ich das einmal durch. Und Mousse hört sich, ja, müsste ja eigentlich ein bisschen fluffiger von der Konsistenz sein. Ja, jetzt mache ich das mal hier offen. Und bin gespannt, ob mich jetzt der Lavendelduft aus der Schuhe holt hier. Moment. Okay, oh ja. Oh ja. Die Creme, also es ist wirklich, ihr seht es, so leicht wie so eine Mousse aufgeschlagen. Also es ist schon eine andere Konsistenz wie sonst die Balea-Masken. Es ist, fühlt sich sehr weich an, sehr, ja wirklich so wie so eine Mousse, muss ich sagen. Ist ein bisschen lila Farben und riecht wirklich nach Lavendel. So. Jetzt fangen wir mal an. Ja gut, die Haare, ich muss gleich eh noch duschen. Oder in eine Badewanne gehe ich vielleicht heute Abend noch. Deshalb habe ich jetzt meine sexy Badehaube nicht auf. Aber das ist wirklich, die Konsistenz ist wirklich mousig. Toll. Also ich finde diese Konsistenz total angenehm. Und der Lavendelduft ist, ist nicht so Hammer-Lavendel, aber ist genau richtig. Also es riecht wirklich sehr natürlich nach Lavendel. Meine Mama hat in ihrem Garten einen Lavendelbusch und ich liebe das. Also ich liebe Lavendelduft und der hat wirklich auch, ich habe auch irgendwo so ein Lavendel-Spray. Das benutze ich schon mal abends und finde wirklich, dass Lavendel eine beruhigende, entspannende Wirkung hat. Das ist wirklich echt total schön, lässt sich auch gut verteilen. Sehr, sehr angenehm in der Konsistenz. Oh, toll. Jetzt habe ich sie, glaube ich, gut ausgedrückt, die Tube. So. Oh ja. Ich würde sagen, ich habe fertig. Also die Konsistenz, vielleicht sieht man das auch an den Fingern, die ist halt nicht so schmierig, cremig. Das ist wirklich, ja, tatsächlich wie eine Mousse. Und jetzt, ja, jetzt werde ich mich mal auf mein Sofa legen oder setzen, 15 Minuten einwirken lassen, dann sehen wir uns gleich wieder. Also bisher habe ich ein sehr, sehr entspanntes, angenehmes Gefühl. Es juckt nichts, es kribbelt nichts und ich habe so einen leichten Lavendelduft in der Nase. Ja, bisher sehr, sehr angenehm. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück und ihr seht vielleicht, ja, die Maske ist jetzt innerhalb der 15 Minuten da, wo ich es wohl nicht ganz so dick aufgetragen habe, ja, doch ganz gut eingezogen. Ich hatte auch die ganze Zeit ein ganz entspanntes Gefühl, einen leichten Lavendelduft immer in der Nase und ja, ihr seht, jetzt habe ich natürlich noch viel im Gesicht. Ich habe mir mal hier so drei Kosmetiktücher gegriffen, da stand ja, dass man die Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen soll. Das mache ich jetzt mal. Ja, das ist noch ordentlich, was auf dem Gesicht ist. Normalerweise mache ich das nicht so gerne, dass ich das dann so auf dem Gesicht lasse. Aber mal gucken, wie sich die Haut gleich anfühlt, wenn ich die Reste hier abgenommen habe. Aber ich hatte wirklich die ganze Zeit über ein ganz angenehmes Hautgefühl. Und ja, also wirklich, für Lavendel-Fans ist das auf jeden Fall was. So, ich glaube, so geht's, oder? Ja, so, ja.
Und jetzt gehe ich mir mal so durchs Gesicht. Und irgendwie fühlt sich, ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Schaut mal, seht ihr hier diese, guckt mal, wenn ich jetzt so übers Gesicht gehe, seht ihr das? Dann bilden sich solche Würste. Na toll. Also von so Würsten, da bin ich ja gar kein Freund. Schaut euch das mal hier an. Seht ihr das? Hä, da stand doch, man soll die Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen und sanft einmassieren. Ja, aber wenn ich jetzt hier anfange zu massieren, dann habe ich hier überall, schaut mal, sieht man das? Hier solche, ja, von dieser Mousse bilden sich jetzt solche Würste. Och Mann, das finde ich nicht schön. Also, das finde ich wirklich nicht schön, weil, weiß ich nicht. Ich meine, gut, nee, guckt euch das mal an. Hier, auch im Gesicht habe ich jetzt überall diese Reste. Gut, ich könnte noch mal mit dem Tuch nachgehen, aber das ist sehr, sehr schade, dass sich da dann solche Würste bilden. Also ich glaube, ich möchte auch noch das Gesichtswasser ausprobieren. Ich wasche mir jetzt mal eben einmal das Gesicht ab. Einmal nur mit lauwarmem Wasser wasche ich es nach. Es ist zwar irgendwo schade, aber also ich sag mal so, die Creme, meine Haut fühlt sich soweit ganz gut an. Es ist so ein bisschen sehr pappig im Gesicht, also schon scheint doch was Reichhaltigeres zu sein. Und irgendwie mag ich das Gefühl jetzt aber nicht, vor allem nicht mit diesen Würstchen. Menno. Nee, ich wasche es mir mal eben ab. So, da bin ich wieder. Nee, also das mag ich nicht, dieses pappige Gefühl und dann noch diese Würstchen im Gesicht. Das ist schade, das hatte ich noch nie bei so einer Maske. Die anderen, die ich bisher dann einmassiert habe, die ließen sich gut einmassieren und haben dann nicht solche Würste gebildet. Naja, ja, die Haut fühlt sich trotzdem noch ganz toll an. Also ich sag mal jetzt, was heißt toll? Ich fühle jetzt, meine Haut fühlt sich jetzt nicht ausgetrocknet an. Aber das Gefühl mag ich nicht auf der Haut. Ich sag mal so, und nicht jeder macht so eine Maske abends. Manchmal mache ich ja auch morgens eine Maske, ne? Und dann will ich ja, dass die Reste schön einziehen und nicht, dass ich dann überall solche Würste habe im Gesicht. Schade. Ich glaube, ich kaufe sie mir doch nicht nach. Nee, wenn das nicht gewesen wäre. Gut, und jetzt würde ich sagen, brauche ich noch ein Wattepad. Moment. Oh, das ist mein letztes. Ich habe gerade, ja, mein letztes kleines Wattepad benutzt. Ja, jetzt hatte ich ja noch diese hier. Das ist das alte Gesichtswasser. Ich weiß nicht, ob es das auch noch gibt. Ich glaube, nein. Ne, das habe ich schon zur Hälfte ungefähr verbraucht. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist speziell gegen Pickel und Mitesser. Ist mit Alkohol. Ja, und das neue. Die neue Flasche sieht jetzt so aus. Ne, ist so eine bläuliche Flüssigkeit und soll auch gegen Anti-Pickel-Gesichtswasser sein. Und ich habe schon mal dran geschnüffelt. Hier. An der alten Flasche, man riecht den Alkohol sehr stark raus. Und jetzt rieche ich hier, oh, das ist ein bisschen blöd, der Verschluss, also hier finde ich den Verschluss nicht so gut. Es riecht anders. Und ich habe auch eben geguckt, das hier riecht irgendwie angenehmer, das stinkt nicht so nach Alkohol. Also hier bei dem alten, bei der alten Serie, ich habe mal die Inhaltsstoffe verglichen. Alkoholdenat ist ja auch drin. Glycerin auch, aber hier ist auch noch drin Eukalyptus globulus. Das ist, also hier, hier ist Eukalyptus globulus drin und in dem alten nicht. Und Menthol, glaube ich, oder? Und irgendein Öl. Also hier sind schon andere Sachen noch mit drin und ich probiere das jetzt mal hier erstmalig. Und ich finde hiervon den Duft angenehmer. Aber der Verschluss, der ist blöd. Der lässt sich schwer öffnen. So. Wie gesagt, die Flüssigkeit ist ein bisschen bläulich. So. Und auch hier sollte man, denke ich mal, nicht zu nah an die Augen kommen, weil auch hier ja Alkohol drin ist. Und ich mache das eher im Moment nur. Früher habe ich, oh ja, man merkt das, also nicht zu nah an die Augen kommen. Ja, dieses Eukalyptus. Aber sehr, also der Duft gefällt mir von der neuen Serie besser. Oh ja. Wie gesagt, von dem alten Fläschchen
gefiel er mir auch, aber hier, oh, da riecht man dieses Menthol raus. Ja. So. Also Gesichtswasser benutze ich im Moment morgens so wie auch abends. Ich habe noch ein anderes Gesichtswasser. Moment. Welches ich, also ich habe im Moment das von BB auf und dieses hier von Florena. Das ist speziell mattierendes Gesichtswasser mit grünem Tee. Ich glaube, das habe ich gekauft im Rossmann. Das gibt es, glaube ich, im DM gar nicht. Das ist auch sehr gut. Aber ja, das von BB. Doch. Und ich habe das Gefühl, dass... Weiß ich nicht. Es kann auch täuschen jetzt. Gut, das, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Also, ich würde sagen, also hier sind in beiden Flaschen 200 Milliliter drin. Ich glaube, vom Preis her waren beide ungefähr gleich. Wie gesagt, in dem neuen Fläschchen ist halt dieses Eukalyptus globulus und das riecht man auch. Und das haben wir hier nicht drin. Hier ist auch Salicylit. Und Salicylit haben wir hier auch. Und hier ist noch so ein Leaf Oil. Das steht hier aber nicht. Nee. Also die Inhaltsstoffe sind schon unterschiedlich. Ich habe jetzt eine sehr, sehr angenehme Frische im Gesicht. Nur, wie gesagt, hier finde ich, hier kann man leichter den Verschluss öffnen. Und an der alten Flasche, bei der neuen hier, ist das ein bisschen schwieriger. Aber der Duft gefällt mir besser. Oh ja. Ja, und wenn es jetzt noch gegen Piccolo Mitesser hilft, also ich spüre jetzt so eine angenehme Frische. Und hier steht noch drauf, hilft Poren zu verfeinern. Das steht hier nicht bei dem alten Gesichtswasser. Hier steht nur, hilft Mitesser zu reduzieren und ihrer Entstehung vorzubeugen. Und hier steht drauf, hilft Pickeln vorzubeugen und die Poren zu verfeinern. Mhm. Ja. Und dann steht hier noch, sorgt für ein super frisches Hautgefühl. Und auch das kann ich bestätigen. Ich fühle mich gerade total erfrischt im Gesicht. Das habe ich zwar hierbei auch, aber nicht so krass wie jetzt mit diesem hier. Das liegt wahrscheinlich wirklich an diesem Eukalyptus globulus. Hm. Okay, also ich werde beide das alte Gesichtswasser auch aufbrauchen. Wahrscheinlich werde ich jetzt beide im Wechsel benutzen. Und dann habe ich ja noch das von Florena. Das nehme ich sehr gerne morgens, weil das halt wirklich das Gesicht... ja, den Hautglanz so ein bisschen aus dem Gesicht nimmt. Ist auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt von Florena, aber kann ich auch empfehlen. So, und dann würde ich sagen, nehme ich jetzt noch eine Augencreme. Da habe ich von Alverde die neue, oder einer der neueren von Alverde mit Bachblüten. Das ist diese hier. Und ihr wisst, ich bin Alverde-Fan und ich finde die toll. Die zieht auch sehr schnell ein. Also die ist wirklich... da gebe ich mir immer so ein paar Kleckse unter das Auge und dann auch unter das andere Auge. Aber ich sehe auch, seht ihr das hier? Ich habe ganz schön gerötete Augen. Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt wirklich von dem, von diesem Öl. Also da habe ich mich ja wirklich erschrocken. Ja, dann gebe ich mir das auch immer schön aufs Augenlid bis hoch zur Augenbraue irgendwie. Ja, ich gebe das halt überall hin und nicht nur unter das Auge. Und das ist wirklich eine Creme, die riecht eigentlich nach gar nichts. Und die zieht halt sehr schnell ein. Lässt sich ganz gut verarbeiten auf der Haut. Und die finde ich bisher sehr, sehr, sehr gut. Ja, und dann nehme ich mir jetzt, wir haben zwar noch keinen Abend, wir haben, weiß ich jetzt gar nicht, 16:30 oder so. Aber ich fahre heute nicht mehr weg und dachte mir, ich drehe jetzt schon mal den Abschminktalk. Ja, wie gesagt, von Alverde aus der Zellaktiv-Reihe habe ich ja auch die Tagescreme. Und diese Nachtcreme, ja, finde ich sehr, sehr toll. Ich liebe den Duft. Das ist so eine leicht getönte Creme. Und die habe ich ja auch schon länger und verwende die im Moment sehr häufig. Im Wechsel mit einer anderen Nachtcreme. Aber die von Garnier, diese Sleeping Cream, die habe ich noch offen. Ja, und die zieht auch schnell ein, die Nachtcreme, die hinterlässt nicht so einen Fettfilm. Ja, und dann war es das eigentlich auch, ihr Lieben. Ja. Ich glaube, brauche jetzt gleich erstmal noch einen Kaffee. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob jemand von euch das Reinigungsöl auch schon benutzt hat von Balea und auch versucht hat, die Augen, ich weiß nicht, aber wie gesagt, also das Öl fürs Gesicht fand ich es gut. Mit den Fingern, das klappte ja ganz gut, ne?
werde ich auch weiterhin benutzen. Wechsel mich halt immer ab mit meinen anderen Reinigungs. Ich hatte zum Beispiel auch erst gedacht, ein Peeling zu machen. Hier von Yves Rocher das Verwöhn-Peeling. Das liebe ich ja. Das ist ein gröberes Peeling mit Aprikosenkern. Aber jetzt habe ich mich ja umentschieden und wollte die Maske mit euch machen. Und ja, wie gesagt, das würde mich mal interessieren, ob ihr, was ihr von diesem Reinigungsöl haltet. Wie gesagt, fürs Gesicht kein Thema, aber am Auge, nee. Ich habe mich so erschrocken mit diesem Schleier eben vor den Augen, wenn du nicht mal richtig klar gucken kannst. Das hat mich doch erschrocken. Und deshalb finde ich es okay, aber ich glaube, ich werde es mir, wenn die Flasche leer ist, nicht nachkaufen. Es war okay, aber irgendwie mag ich es einfach lieber bei einer Gesichtsreinigung, wenn es ein bisschen schäumt. Also versteht ihr, wenn man so, weiß ich auch nicht. Ja. Mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, entlasse ich euch. Ich hoffe, sagen wir mal, mein Abschminktalk-Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, auch zur neuen limitierten Lavendelmus-Maske. Wie gesagt, war ein tolles Hautgefühl, alles supi, aber ich musste es mir raus abwaschen, weil diese Würste im Gesicht, das fand ich leider nicht toll. Deshalb, ich werde irgendwann die zweite Tüte auch benutzen, aber ich werde sie mir nicht nachkaufen. Das habe ich jetzt hiermit schon beschlossen. Da kann der Duft noch so toll sein, aber wenn man dann diese Würste überall hat hinterher, nö. Das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht liegt es an der mussigen Konsistenz. I don't know. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Einschalten und freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.